Das ist fucking Italien in der Flasche und es kommt und überrennt euch. Tomatenessenz, auf geht's. Wir verwandeln diese geschmacklosen Fleischtomaten in ein italienisches Wunder mit einem Hack der Sterne-Gastro. Für unsere Tomatenessenz nehmen wir uns 800 Gramm Fleischtomate, egal wie geschmacklos. Die könnt ihr jetzt einfach ganz grob in Stücke schneiden. Außerdem eine Schalotte grob klein schneiden und mit dazugeben. Basilikum oder was auch immer davon übrig ist. Ein einziges Trauerspiel. Dann gibt's so 2 bis 3 Äste ohne Stiel, nur die Blätter. Mit dazu. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, eine Prise Zucker, 2 Prisen Salz, Chardonnay oder Champagner-Essig. Und jetzt matscht ihr das komplette Ding einmal ordentlich durch. Und lasst das Ganze für 4, 5, 6 Stunden oder am besten über Nacht im Kühlschrank stehen. Nach ein paar Stunden nehmt ihr den ganzen Kladderadatsch wieder aus dem Kühlschrank und kippt es komplett, wie es ist, einfach in euren Mixer. Tuch. Jetzt gebt ihr eure pürierte Masse auf das Tuch, hebt das Ganze vorsichtig an und langsam eure Tomatenessenz ausfringen. Ob Tomatensauce oder ob es ein Curry ist, auf Tomatenbasis. Ihr packt Tomatenessenz ran und ihr werdet stets zufrieden sein, ich verspreche es euch.